Wir sind heute mit dem RE17 unterwegs, das ist der Sauerland-Express und wir fahren von Schwerte an der Ruhr, wie der Name es vermuten lässt, einmal durch das Sauerland bis nach Kassel-Wilhelmshöhe und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und wir starten in Schwerte an der Ruhr. Zum Einsatz kommt hier leider ein Bombardier Talent. Die Strecke wird geteilt bedient mit Pesa-Link und dem Bombardier Talent. Und der Talent ist hier auf jeden Fall der Zug mit der deutlich schlechteren Ausstattung. Der hat nämlich ziemlich harte und aufrechte Sitze, auch in der ersten Klasse. Dort gibt es nämlich genau die gleichen Sitze mit genau der gleichen Ausstattung. Einziger Unterschied ist, dass sie hier mit einem eher rutschigen Leder bezogen wurden. Es gibt aber leider keinerlei sonstige Ausstattung wie Tische, Armlehnen, abgesehen vom Gang oder noch nicht einmal Steckdosen oder Mülleimer sind vorhanden. Also hier wirklich leider gar keine Ausstattung und der Sauerland Express ist ziemlich lange unterwegs. Fast 3 Stunden werde ich jetzt in diesem Zug hier verbringen. Da wäre zumindest die Steckdose wirklich sehr praktisch gewesen, aber leider nicht vorhanden. Der Sitzkomfort auch nicht sonderlich hoch. Ist jetzt kein Weltuntergang, man hält hier durchaus 3 Stunden aus. Aber der Pesa-Link hätte hier doch deutlich mehr Komfort zu bieten gehabt. Leider, merkwürdigerweise auch, kam in diesem Fall auf dem langen Verlauf des RE17 der Talent zum Einsatz und auf dem kurzen Verlauf der Pesa-Link. Denn nicht jeder Zug des Sauerland Express fährt bis Kassel-Wilhelmshöhe. Nur ungefähr jeder zweite, die anderen enden schon in Warburg. Das wird sich in Zukunft dann auch nochmal ändern, mehr dazu dann gleich. Wir erreichen hier jetzt schon mal unseren ersten Zwischenhalt in Fröndenberg. Dort besteht Anschluss in Richtung Unna und in Richtung Neuenrade. Voraussichtlich ab dem Fahrplanwechsel im Jahr 2023 soll der RE17 dann nicht mehr bis nach Kassel fahren. Dann werden alle Züge in Warburg enden, denn dann soll der RE11, der RRX, der aktuell 2-stündlich nach Kassel-Wilhelmshöhe fährt, dann stündlich dorthin fahren und auf dem Abschnitt zwischen Warburg und Kassel den RE17 ersetzen. Die Linie wird, wie gesagt, geteilt vom Pesa-Link und dem Bombardier Talent bedient. Früher kamen auf den längeren Fahrten, vor allem Richtung Kassel, die Baureihe 612 zum Einsatz. Auf den kürzeren Fahrten auch die Baureihe 628. Also beides Fahrzeuge mit einer sehr komfortablen Ausstattung, zumindest sehr bequemen Sitzen. Dann wurden die Talents eingesetzt, die nun wirklich keine bequemen Sitze haben. Jetzt kommen immerhin auch wieder die Pesa-Link zum Einsatz, die wieder eine Verbesserung des Komforts mit sich bringen. Nur eben leider nicht auf meiner Fahrt. Ich musste hier mit den ziemlich harten und rutschigen Sitzen vorlieb nehmen. Derweil haben wir hier Neheim-Hüsten erreicht, mit leider nicht mehr bedientem Anschluss in Richtung Sundern. Danach folgt dann Arnsberg, dort gibt es noch einen Güteranschluss, da habt ihr gerade hier an der Brücke auch gesehen, wie dieser von einem Zug befahren wurde. Und hier geht es dann über die Ruhr, wir folgen hier nämlich zunächst einmal dem Ruhrtal, erreichen dann den Bahnhof von Arnsberg und dann geht es weiter über Öventrop und Freienohl in Richtung Meschede. Kurz vor Meschede gab es früher Anschluss in Richtung Eslohe im Sauerland und weiter nach Finnentrop oder Lennestadt, allerdings alles heute leider nicht mehr in Betrieb.
Hier haben wir jetzt zunächst den Bahnhof von Öventrop erreicht. Danach passieren wir einen der zahlreichen Tunnel der Strecke, queren hier wieder die Ruhr und erreichen dann Freienohl. Hier seht ihr jetzt den Anschluss, den ich eben schon angesprochen hatte, aus Richtung Finnentrop und Lennestadt. Und kurz danach erreichen wir dann den nächsten Bahnhof von Meschede. Hinter Meschede folgt dann ein weiterer wichtiger Bahnhof. Das ist dann der Bahnhof von Bestwig. Und dort, kurz dahinter, verlässt uns dann eine Anschlussstrecke, das ist dann die Strecke in Richtung Winterberg, die ebenfalls hauptsächlich von Pesa-Link bedient wird und vor allen Dingen im Winter auch sehr wichtig ist, da Winterberg eines der wichtigsten Skigebiete des Sauerlandes ist, neben Willingen und vor allen Dingen für Besucher aus den Niederlanden ein sehr, sehr beliebtes Skigebiet ist, deswegen der Bahnanschluss dorthin auch sehr wichtig. Das heißt, die gesamte Strecke, die wir jetzt befahren haben, mit Ausnahme unseres Startbahnhofs in Schwerte, werden von den beiden Linien, dem RE17 und dem RE57, gemeinsam bedient, sodass diese Linien hier gemeinsam den Takt erhöhen. Hier seht ihr jetzt den Abzweig in Richtung Winterberg. Die Strecken verlaufen jetzt hier noch relativ parallel. Allerdings seht ihr schon, dass sich hier ganz schnell ein Höhenunterschied einstellt, denn wir müssen nur noch ein Stückchen weiter bergauf kommen, während die Strecke nach Winterberg zunächst einmal im Tal bleibt. Unser nächster Halt ist dann in Olsberg. Olsberg ist ein Ort, der zusammengewachsen ist mit Bigge. Bigge hat auch einen Bahnhof, der liegt nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Olsberg entfernt, allerdings an der Strecke nach Winterberg. Der Bahnhof Bigge somit unten im Tal, der Bahnhof Olsberg oben am Berg. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt und keine Lust auf Bergauflaufen hat, kann man also es sich zunutze machen, dass diese beiden Bahnhöfe so nah beieinander liegen, aber auf unterschiedlichen Höhen liegen. Für uns geht es immer weiter hinauf, vorbei am nicht mehr in Betrieb befindlichen Bahnhof von Elleringhausen und dann geht es durch den Elleringhäuser Tunnel, der ist knapp 1400 Meter lang und unterquert die Rhein-Weser-Wasserscheide von einer Höhe von etwa 450 bis 460 Meter, der Berg darüber etwa 620 Meter hoch. Direkt danach erreichen wir den Bahnhof Brilon-Wald. Dort treffen wir zunächst auf die Bahnstrecke aus Richtung Willingen. Willingen eben das andere wichtige Skigebiet im Sauerland. Die Strecke führt dann noch weiter über Korbach in Richtung Marburg bzw. ab Korbach auch nochmal in Richtung Kassel. Hinter dem Bahnhof von Brilon-Wald zweigt dann noch die Bahnstrecke in Richtung Brilon-Stadt ab. Der Rest unserer Strecke bis nach Warburg wird dann nur noch und ausschließlich vom Sauerland-Express bedient. Deswegen halten wir dort dann auch ein bisschen öfter an, haben hier ein bisschen mehr Regionalbahncharakter, da hier deutlich weniger Bahnhöfe stillgelegt wurden als im vorherigen Abschnitt, auf dem wesentlich mehr Züge unterwegs sind. Der erste Halt ist dann Hoppecke, gefolgt von Messinghausen, Beringhausen, Bredelar. Und dann kommt der nächste größere Ort, nämlich Marsberg.
Hier folgen wir nun auch einem neuen Gewässer. Wir sind ja bisher hauptsächlich der Ruhr gefolgt. Nun folgen wir dem Fluss Diemel. Hier erreichen wir dann Marsberg und verlassen damit dann auch langsam das Sauerland und sind jetzt nun mehr und mehr wieder in flacherem Gebiet unterwegs, haben dann nochmal zwei Zwischenhalte, nämlich Westheim in Westfalen und Scherfelde. In Scherfelde gibt es dann nochmal einen ehemaligen Bahnanschluss in Richtung Beverungen und Ottbergen, ist aber nicht mehr in Betrieb, und nach Scherfelde fahren wir dann auch schon fast parallel zur Bahnstrecke aus Richtung Paderborn kommend, auf die wir dann gleich in Warburg auch treffen werden. In Warburg enden dann, wie gesagt, die meisten Züge des Sauerland-Express. Nur ungefähr jeder zweite wird dann noch weiter verlängert bis nach Kassel-Wilhelmshöhe, früher auch noch zum Kasseler Hauptbahnhof. Der wird heute nicht mehr vom RE17 bedient und zwischenzeitlich gibt es auch nur noch einen einzigen Zwischenhalt zwischen Warburg und Kassel, nämlich Hofgeismar. Das liegt allerdings vor allen Dingen daran begründet, dass zwischen Warburg und Hofgeismar sowieso nur ein Bahnhof liegt, und zwar ist das Hofgeismar-Hümme, und ab Hofgeismar-Hümme fährt die Regiotram von Kassel. Das ist also ein Tram-Train-Prinzip, eine Straßenbahn, die dann auf regulären Bahnstrecken unterwegs ist. Und die bedient ab Hofgeismar-Hümme alle Zwischenhalte bis nach Kassel. Demzufolge, außer der größeren Stadt Hofgeismar, haben wir keine Halte mehr bis nach Kassel. Voraussichtlich eben ab Ende 2023 wird es dann nicht mehr möglich sein, mit dem RE17 nach Kassel zu fahren. Dann muss man in jedem Fall in Warburg auf den RE11 umsteigen. Dies war eigentlich schon früher geplant gewesen, hat sich aber immer wieder verschoben. Hier erreichen wir jetzt den Bahnhof von Warburg und warten hier noch kurz auf einen Anschlusszug, nämlich die Eurobahn, die auch aus NRW kommt, aber aus Münster und auch nur ab und zu bis Warburg fährt, immer dann, wenn der RE11 hier nicht fährt. Interessant ist die Strecke kurz vor Hofgeismar, denn dort fahren wir eine langgezogene 180-Grad-Kurve, um den Bahnhof Hofgeismar-Hümme zu erreichen und einen Berg zu umfahren. Ihr seht das im Hintergrund, wenn ihr auf den Strommast achtet, den wir hier quasi einmal umfahren haben mit der 180-Grad-Kurve. Danach kommt dann Hofgeismar, unser letzter Halt, bevor wir dann Kassel erreichen. Wobei das auch noch ein ganz schönes Stück ist. Zwischen Warburg und Kassel brauchen wir auch noch mal über 30 Minuten. Die Strecke ab Warburg komplett elektrifiziert. Deswegen macht es auch mehr Sinn, den RE11 das Stück nach Kassel fahren zu lassen, der ja als RRX mit dem DeSiro HC fährt und somit den Strom aus der Oberleitung auch nutzen kann. Hier haben wir gerade
eine der angesprochenen Regiotrams aus Kassel überholt, die ich euch hoffentlich hier auch noch vorstellen kann. Hier haben wir dann eine Paralleleinfahrt mit einem ICET, das heißt, wir haben Kassel nun erreicht. Kassel-Wilhelmshöhe, ja, der wichtigste Bahnhof von Kassel, obwohl es einen Hauptbahnhof gibt. Der Hauptbahnhof ist aber mit Ausnahme für die Straßenbahnen ein Kopfbahnhof und demzufolge fahren heute fast alle Züge und in jedem Fall alle Fernzüge nur noch den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe an, den wir hier jetzt auch erreichen. Hier endet meine Zugfahrt dann. Hier bin ich aus- und umgestiegen. Da ich die Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg schon so oft vorgestellt habe, wird es dann im nächsten Video an anderer Stelle weitergehen. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder angeteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.